Bundeskanzlerin hat sich im Weihnachtsurlaub beim Langlauf eine schwere Prellung zugezogen, verbunden mit einer sogenannten Infraktion, einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring. Das macht es nötig, dass sie 3 Wochen lang viel liegt bzw. eine Gehhilfe benutzt. Sie wird sich daher in dieser Zeit auf einige wenige Termine im Bundeskanzleramt und in Berlin konzentrieren und ansonsten ihre Arbeit zu Hause erledigen. So ist zum Beispiel die für diesen Mittwoch geplante Reise nach Warschau ebenso abgesagt wie der Besuch des neuen luxemburgischen Ministerpräsidenten Bettel am Donnerstag oder der Antrittsbesuch des BDA-Präsidenten Kramer am Freitagvormittag mit dem Ministerpräsidenten Polens, also mit Herrn Tusk. Und mit Ministerpräsident Bettel wird die Kanzlerin noch heute telefonieren, um Ihnen persönlich am Telefon auch die Gründe für die Absage noch einmal zu überbringen. Für diese internationalen Kontakte und die Gespräche werden neue Termine gefunden werden. Und wir werden Sie von Woche zu Woche über die aktuellen Termine der Kanzlerin informieren. Vielen Dank. Die erste Frage habe ich von Herrn Blank gesehen. Ich nehme an, jetzt direkt dazu. Gut. Moment. Herr Seibert, könnten wir vielleicht das eine oder andere Detail erfahren? Wann war denn dieser Unfall? Ist sie stationär im Krankenhaus behandelt worden? Sie sagten 3 Wochen. Wird das etwa dauern? Und wie ist das passiert? Kann man da etwas Genaueres erfahren? Kam jemand vielleicht in die Loipe oder war das ohne Fremdbeteiligung oder wie mag das gewesen sein? Also die Kanzlerin ist in den Weihnachtsferien beim Langlauf hingefallen, hat sich diese Prellung zugezogen, ging zunächst davon aus, dass es sich tatsächlich nur um eine Prellung handelte, obwohl auch die schon schmerzhaft war, hat sich dann am Freitag von den Ärzten beraten lassen, dass es doch etwas mehr als eine Prellung, nämlich diese sogenannte Infraktion ist. Und nun folgt sie dem Rat der Ärzte, um eine optimale Heilung dieser Infraktion zu ermöglichen. Frage Infraktion. Können Sie mir sagen, was das ist? Also ich habe Ihnen gesagt, was ich medizinisch dazu sagen kann. Es ist ehrlich gesagt jetzt auch kein Grund für regelmäßige ärztliche Bulletins. Es ist eine Infraktion. Sie werden das mit Sicherheit nachschauen. Mir wurde gesagt, das ist ein sogenannter unvollständiger Bruch und er befindet sich im linken hinteren Beckenring. Keine weiteren medizinischen Details von mir. Herr Zweigler, auch zu der Verletzung der Bundeskanzlerin, dann Herr Zweigler. Herr Seibert, zu den 3 Wochen. Heißt das, dass die Kanzlerin das sozusagen vom häuslichen Krankenbett aus das wahrnehmen wird, was sie wahrnehmen kann, per SMS, per Handy und iPhone und was auch, iPad, was auch immer? Also sie ist selbstverständlich als Kanzlerin bei der Arbeit und sowohl handlungsfähig als auch kommunikationsfähig in vollem Maße. Ich habe gesagt, sie wird sich auf einige wenige Termine im Bundeskanzleramt und in Berlin konzentrieren. Beispielsweise wird sie das Kabinett in dieser Woche leiten. Sie werden sie also auch immer mal wieder zwischendurch erleben. Aber Termine außerhalb Berlins und auch einige der schon angekündigten öffentlichen Termine in Berlin werden eben abgesagt, denn die ärztliche Weisung heißt viel liegen. Ja, ich wollte doch noch mal kurz nachhaken. Also sie ist hingefallen, aber es gab keinen Fremdeinfluss sozusagen. Also es ist kein Dritter dazugekommen, der sie gestört hat oder der... Ja, man muss das nachfragen. Es hätte ja sein können, dass... Okay, also es war niemand, der sie angreifen wollte oder wie auch immer. Gut. Es war nochmal um das beim Langlauf hingefallen. Es gab keinen Fremdeinfluss dazu. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Sie ist beim Langlauf hingefallen. Herr Seibert, Sie sagten gerade, dass Sie sich am Freitag nochmal von den Ärzten hat beraten lassen. Wann war denn der Unfall? An welchem? In den Weihnachtsferien. Und die Weihnachtsferien waren abgeschlossen am 30. Dezember, denn da war sie zur Aufnahme der Neujahrsbotschaft im Kanzleramt und ging zu dem Zeitpunkt noch von einer Prellung aus, einer schweren Prellung. Wie lange wird sie denn viel liegen müssen und wann sagen die Ärzte, dass sie wieder voll gehfähig ist? Also sie soll 3 Wochen lang viel liegen. Herr Jordan, auch dazu? Ja, nur eine ganz kurze Frage. Darf man wissen, wo sie langlaufen war? Ich denke, das ist vielleicht in den Medien gewesen, aber nicht offiziell von Ihnen. Es ist in den Medien gewesen. Es ist nicht dort gewesen, wo es einige Medien lokalisiert haben. Es war im Engadin.